Schalten Sie mich in die Konsole. Wo ist die Infinity? Das hier ist ganz klar Requiems Kern. Aber die Infinity ist definitiv nicht hier. Der Satellit im Zentrum verstärkt die Übertragung des Schiffs wie ein Relais. Vielleicht können wir damit antworten. Vielleicht. Die austretenden Strahlen verursachen die Störungen. Um die Infinity zu kontaktieren, müssen wir sie ausschalten. Kannst du uns hinbringen? Öffne ein Tor zum ersten Strahlenpylon. Ziehen Sie mich raus und los geht's. Ist das der erste Pylon? Negativ, konnte uns nicht dichter ranbringen. Sie haben doch nichts gegen den Spaziergang? Feinde! Da sind sie wieder! Sie kommen die Wände runter! Gleichen Viecher wie in der Station. Kortikaler Fußabdruck ähnelt den Turm-KIs. Die gehören zusammen. Kleiner Sonnenschein, oder? Nach diesem kurzen Einblick würde ich sagen, dass diese Konstrukte Nachahmer sind. Mehr davon? Ähnliche Phasenaktivität im Sensorbereich. Hier ist gleich der Teufel los. Was Interessantes über unsere neuen Freunde herausgefunden. Der kurze Blitz, den wir sehen, wenn die Großen explodieren, ist eine Art Datenlöschung. Kannst du dich reinhacken? Ich konnte nur Zeichenketten herausfiltern, die die Großen als prometheanische Springer bezeichnen. Darüber hinaus wird's ziemlich undeutlich.
Relais-Interferenz nimmt zu. Wir müssen uns dem Pylon nähern. Woher kommt die Verzerrung? Das bin ich. Irgendwie erhöht das Betreten der Portale meine Systemlast. Kann dir das etwas anhaben? Keine Sorge. Den Wahnsinn habe ich bisher unterdrückt, oder nicht? Chief, solange wir den Pylon nicht deaktivieren, können wir die Infinity nicht kontaktieren. Wir sind am Ziel, aber anscheinend ist der Eingang abgeschirmt. Finden wir raus, wie wir es ausschalten können.